Herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück und zwar mit dem diesjährigen Preisträger des Roland-Bader-Preises und zwar mit Professor Dr. Gerd Habermann. Sie sind der Nachfolger von Markus Krall, der den Preis zuvor getragen hat. Roland Bader ist auch jemand, über den wir kurz sprechen wollen. Natürlich möchten wir auch über Deutschland in Freiheit sprechen, sprich das Buch, wo Sie einen Vortrag halten werden. Interessant ist jedoch der Titel dieses Buches. Die Neuauflage ist soeben erschienen, Kreide für den Wolf, die tödliche Illusion vom besiegten Sozialismus. Das schrieb Roland Bader 1991 schon. Haben Sie das damals auch schon so messerscharf analysiert und gesehen oder waren Sie zuversichtlich, dass die Marktwirtschaft doch jetzt gesiegt hätte? Ich habe damals hier mein Buch über den Wohlfahrtsstaat geschrieben, das immer noch zu haben ist. Das heißt, wird immer wieder aufgelegt, nicht, dass es da immer noch unverkauft liegt. Ja, also wir waren da auf einer Linie und waren der Meinung, dass der Wohlfahrtsstaat ja die Katastrophe des Sozialismus überlebt hat. Es ist dieselbe Ethik, soziale Gerechtigkeit. Es ist dann derselbe Zug dahin, die Leute vom Staat mit ihrem eigenen Geld abhängig zu machen. Also der Sozialismus in seiner relativ konsequenten Form ist abgedankt und im Wohlfahrtsstaat lebt er in milderer Form weiter und das haben wir beide vertreten. Er in Kreide für den Wolf und ich in meinem Buch, das auch heißt Der Wohlfahrtsstaat, Geschichte einer Illusion. Sie lernten sich aber erst relativ, oder ich glaube ein paar Jahre später dann kennen und haben dann auch zusammen... Nein, wir haben uns schon in den 80er Jahren kennengelernt bei Dieter Schön. Dieter Schön hatte damals so eine wirtschaftspolitische Vereinigung. Er war also ein ziemlich temperamentvoller, übertemperamentvoller Debatter und hat einige interessante Leute zusammengebracht und ebenso auch Roland Bader und mich. Und auf einer seiner Tagungen haben wir uns dann kennengelernt und da war Roland Bader gerade im Begriff, kundzutun, dass er vorhabe, die Lehren der österreichischen Schule ins Volk zu bringen, zu popularisieren. Was die Akademiker so über Freiheit und Wettbewerb und so weiter bringen, ist ja gut und schön, aber sie finden nicht die Worte für das Volk. Es dringt nicht durch, es bleibt in den kleinen elitären Kreisen, in Bildungsschichten. Und ja, und dann kam das Buch als Eröffnungsschlag, kam dann gleich dieses Kreide für den Wolf. Und 1993 dann auch das eurokritische Buch. Ja. Vielleicht haben Sie da auch noch ein, zwei Worte zu, oder wie haben Sie es damals gesehen? Ja, also da waren wir auch auf demselben Thema. Ich habe damals auch publiziert zu dem Thema, allerdings im Rahmen meines Verbandes gegen den Euro für ein Europa des Wettbewerbs, hieß das. Hatte große Probleme, das im Verband auch durchzusetzen, der damals mehrheitlich für den Euro war. Die Wirtschaft war ja durchaus gespalten, aber selbst die Familienunternehmer, die selbstständigen Unternehmer waren damals nicht unbedingt geschlossen Gegner der Einführung des Euros. Ja, für mich war das katastrophal und die Geschichte hat das nun ja auch bestätigt. Trotzdem haben wir ihn immer noch am Hals, nicht? Wie war denn das damals? Wenn ich das heute sehe und heute den Euro kritisiere, bin ich ein schlechter Europäer. Wie war es damals? Ist man überhaupt auf offene Ohren gestoßen bei den Familienunternehmern oder in ihren... Ja, zum Teil, bei einigen, die überhaupt begriffen haben, dass ein Währungsmonopol auf europäischer Ebene noch schlimmer ist als ein Währungsmonopol auf nationaler, dass man das Währungsproblem nicht löst, schon gar nicht und aus euronationalistischen Gründen dann auf dem ganzen Kontinent, denn eine einzige Währung einzuführen, fand ich grauenhaft, weil wenn die sich verschlechtert, was wir ja vorausgesehen haben, wenn die sich politisiert, was ja voll eingetreten ist, dann ist gleich der gesamte Kontinent, soweit die Staaten in dem Verbund sind, ist mit dran, nicht? Während sich das sonst auf nationale Kleinkatastrophen beschränkt, Italien, Frankreich, Spanien und so weiter. Ne? Nun ja, jeder weiß ja, warum dieser Euro eingeführt wurde. Er ist vor allen Dingen eingeführt worden in einem Gespräch zwischen Kohl und Mitterrand. Mitterrand hat seine Zustimmung zur nationalen Wiedervereinigung abhängig gemacht von der Abschaffung der D-Mark. Das ist der politische Kern. Sie haben bei der Verleihung eine bemerkenswerte Rede gehalten, wenn ich das so sagen darf, und haben da auch über Roland Bader gesprochen, dass er am Ende
in den letzten Lebensjahren sehr in sich gekehrt war und nicht so zuversichtlich war. Ja, und das ist ja nur kein Wunder bei der Erkrankung, das oder? Ist keine Frage, aber auch aufgrund der politischen Situation. Ja, das kam dann verstärkend hinzu, natürlich. Genau, und was ich bemerkenswert finde bei Ihnen ist, dass Sie eine Rede gehalten haben, die uns Mut gemacht hat, dass Sie gesagt haben, es kommen auch wieder andere Zeiten, beziehungsweise der Sozialismus muss offensichtlich nochmal falsifiziert werden. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, wie heißt es in einem Kirchenlied, wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sie führen ja das herbei und beschleunigen das, was Sie beklagen, wenn Sie statt kämpferisch aufzustehen und Ihre Meinung auszusprechen und Freunde zu gewinnen, stattdessen dann lamentieren. Wie das auch in meinen Kreisen häufig ist, ja, das Lamentieren, das bringt doch überhaupt nichts. Wie schlecht ist und der ist schlecht und dies, das ist noch eine Enttäuschung. Meine Devise ist ein hübscher Spruch, den ich kürzlich mal in einem Schaufenster gelesen habe. Das Leben ist auch nicht unbedingt manchmal meine Party. Aber wenn ich schon eingeladen bin, will ich auch tanzen. Was Sie vor allen Dingen auch sehr schön zur Sprache gebracht haben, ist, dass Sie bei der Hayek-Gesellschaft auch ganz klar darauf achten, dass alle gehört werden, dass alle Meinungen auf den Tisch kommen, dass Sie also keine Cancel Culture, wie man heute sagt, betreiben. Nein, wir haben natürlich Basisübereinstimmung. Die muss ja sein, sonst ist das ja keine Einheit, nicht? Das heißt also Eigentum, Unternehmertum, Marktwirtschaft, das ist vollständig klar. Aber dann, die einzelnen Strömungen sind sehr verschieden. Da haben wir die Ordoliberalen, ja, die eher die Rolle eines ordnenden Staates als Rahmen betonen, Wettbewerbspolitik und so weiter. Die Hayek-Liberalen, die schon etwas großzügiger sind in der Hinsicht und im Staat nicht so viel, zum Beispiel auch Währungswettbewerb. Dann die Mises-Liberalen, die dann noch etwas radikaler sind und auch etwas anders argumentieren zum Teil. Dann haben wir die Popperianer, die von den Misesianern natürlich angegriffen werden, wegen ihrer falschen Erkenntnislehre. Und dann haben wir die liberalen Katholiken, Leute wie Herrn Ronheimer, der von der katholischen Soziallehre liberaler Prägung seit Aristoteles herkommt und tapfer in der katholischen Kirche seinen Kampf gegen falsche Betrachtung der Marktwirtschaft und des Kapitalismus führt. Dann haben wir die Naturrechtler, die von Kant herkommen, die Kantianer. Ja, das sind einige. Und natürlich, um die nicht zu vergessen, weil die ja besonders auffällig sind, eben auch die Leute, die die reine private Rechtsordnung wollen, nicht? Und das ist ja ein schöner und etwas neutraler Ausdruck und niemand ist beunruhigt, wenn er das hört und denkt, das ist ja schön und gut. Reine privat, also erstens rein ist immer gut und zweitens privat ist auch gut, Recht ist auch gut. Aber dahinter steckt sich natürlich dann eine Ablehnung von Demokratie und Staat und das ist in Deutschland toxisch. Selbst wenn man rein logisch sagt, gut, also nach den Herleitungen von Hoppe, Dürr und so weiter, Rosbart, ist das alles klar, Staat ist nicht haltbar, ist es doch politisch vollkommen isolierend, wenn Sie solche Positionen hier, ja, und Sie bringen die Leute geradezu gegen sich auf, Sie machen den Verfassungsschutz auf Sie aufmerksam, gegen Demokratie, Demokratiefeinde. Also es ist dann eine Sache, diese Extrempositionen, die wir auch brauchen und die auch einen wichtigen Teil in der Hayek-Gesellschaft dastehen, wenigstens dann manierlich zu formulieren, ja, und nicht so raubeinig, ja, Verbrecherbande, ne, Schulzwang, Kidnapping, Wehrzwang ist Sklaverei. Ich meine, in meinem Seminar sage ich das auch so, aber so als die offizielle Linie isoliert sie das vollständig. Namentlich in einem immer noch stark obrigkeitsgeprägten, stark domestizierten Volk wie dem Deutschen. Bevor wir über Ihren Vortrag sprechen und auch über Ihr Buch, was dort liegt, möchte ich kurz über die Staatsquote sprechen, wo Sie schon beim Staat landen. Also der Kaiser kam mit 10-15% Staatsquote so aus. So ist es, ja. Wir wollen das Kaiserreich nicht zurück, aber Sie haben schon deutlich gesagt, dass die 10% Ihnen reichen würden. Ja. Zu Zeiten der Bundesrepublik, zu Gründerzeit hatten wir 30%, heute über 50%. Wie kommen wir denn zu den 10% wieder? Beziehungsweise was müssen wir tun, dass wir auch Lieschen Müller erreichen und nicht nur Dr. Lieschen Müller? Ja, genau. Naja, über Dr. Lieschen Müller und die ja auch in der Bild-Zeitung zum Beispiel sitzt, Also erreicht man dann auch, das sind so die Vermittler, ne? Die das Ganze dann popularisieren. Die Second-Hand-Dealers in Ideas, wie Hayek sie nennt. Multiplikatoren. Ja? Die Multiplikatoren, die Opinion-Leaders und so weiter, ja, die müssen wir schon erreichen. Ne? Also die Dr. Lieschen Müller. Und darüber geht es dann in die Massen, nicht? Aber direkt Dr. Lieschen Müller
Das einfache Lieschen Müller meine ich, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja, Mises sagt ganz klar und Hayek stimmt ihm dazu und Röpke ist genau derselben Meinung. Die Röpkeaner habe ich übrigens vorhin bei der Aufzählung der Strömungen vergessen. Das ist eine mir auch ganz besonders sympathische liberal-konservative Strömung. Ich würde mich auch als liberal-konservativ bezeichnen. Liberal in wirtschaftlicher Hinsicht, liberal in politischer Hinsicht und kulturell konservativ ganz eindeutig. Also da Evolutionist, Familie, Tradition, Sitten und Bräuche, die spontanen Ordnungen als Mittel der Koordination des sozialen Friedens und so weiter. Ich wurde mal gefragt in einem Vortrag, Sie sind doch katholischer Christ. Ja, so ist meine Denomination. Wie können Sie denn hier für eine Reduzierung der Staatsquote eintreten? Das trifft doch gerade die Schwachen, nicht? Und so weiter. Ja, ich sage, ja, also ich bin da biblisch. Der Zehnte, ne? Reicht mir vollkommen. Und im Übrigen ist das eine Sache der, also die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit, eine Sache der Privatgesellschaft und nicht des Staates. Man kann Liebe nicht bürokratisieren, man kann sie nicht anonymisieren, ohne dass sie ihren eigentlichen Charakter verliert. So wie Ethik den Charakter verliert, wenn man gezwungenermaßen dies oder das tut. Nicht? Wenn man solidarisch ist, weil mir die Pistole vor die Brust gehalten wird. Mein Gott, was ist denn daran noch ethisch verdienstlich? Wenn ich aber freiwillig eintrete für meine Familie und die ganzen Kreise, die sozialen Kreise von unten bis nach oben, dann ist das... Ja, also Mises sagt, man müsse die... an die Ideen geben. Alle Interessen und alle Meinungen beruhen auf Ideen und die Ideen müssen wir verändern. Überlegen Sie mal, wie der Liberalismus im 19., 18. Jahrhundert angetreten ist. Hätte der gesagt, oh Gott, wir haben ja eine Staatsquote im 18. Jahrhundert von Preußen, möglicherweise 50% oder so, und König Friedrich ist gegen die echte Meinungsfreiheit. Pariert muss werden, hieß die Parole. Religiös war er ja indifferent und nicht etwa aus Inbrunst, sondern nur aus Verachtung ließ er die Religionen alle nebeneinander gelten. Also und demokratische und liberale Opposition und nationale natürlich auch wurde verfolgt und dennoch ist es gelungen dann vom 18. bis 19. Jahrhundert die Gesellschaft zu liberalisieren, sogar Demokratie einzuführen. Ich leugne nicht, dass es bei aller Bündnispartnerschaft zwischen Demokratie und Liberalismus auch verschiedene Zielsetzungen gibt und dass manches kollidiert. Demokratie heißt ja nur ein Verfahren, eine Herrschaftstechnik, nicht? Durch Mehrheitsabstimmung. Während der Liberale ja vor allen Dingen fragt, nicht wie liest man die Herrschenden aus am besten oder wie führt man sie wieder los, sondern was dürfen sie tun? Ganz anderer Ansatz. Und wenn die Demokratie nicht die liberalen Grundwerte mehr akzeptiert, dann wird sie diktatorisch, autoritär und am Schluss sogar totalitär. Also es gibt totalitäre Demokratien, ja, wo alles erlaubt ist im Interesse der Mehrheit, nicht? Sie haben Ihr Buch dort mitgebracht, Freiheit in Deutschland. Sie haben auch mal mit Steffen Krug ein Interview geführt, was ich gehört habe und wo Sie auch gesagt haben, dass die Zeit vor 1900 vermutlich die freieste Zeit in Deutschland war. Wirtschaftlich, ja. Wirtschaftlich. Wie stellen Sie sich die Freiheit in Deutschland vor? Was ist die Botschaft Ihres Buches? Ja, die Botschaft ist eine liberale und eine patriotische. Ich zeige hier als Gegenpol zu der düsteren Betrachtung der deutschen Geschichte, wenn man sie überhaupt noch betrachtet. Ja? Wir sind ja ziemlich entwurzelt. Wir konzentrieren uns nur auf den allerschlimmsten totalitären Abschnitt im 20. Jahrhundert. In Wirklichkeit ist Deutschland aber ein Land großer Freiheitstradition, unglaublicher Institutionen im Wettbewerb. Und es gibt genossenschaftliche Bildungen, die Städtefreiheit, die vielen staatlichen Experimente, die wir in Zeiten des Staatenpluralismus im 18. und 19. Jahrhundert machen konnten und so weiter. Deutschland hat auch einen großen Beitrag zur Geschichte des Liberalismus geleistet, also nicht nur Kant, sondern eben auch die Idee der Persönlichkeit, dass jeder das werden soll und werden kann, was in ihm ist, werde du bist, Goethe. Das ist die zentrale Aussage der deutschen Klassik von Humboldt, Goethe, Herder, Schiller natürlich, der begeisternde Freiheitsdichter. Also wenn man da mal verzagt ist, dann muss man unbedingt Friedrich Schiller lesen. Ja, seine Dramen oder auch seine politischen Gedichte und seine Geschichtsschreibung. Ja, also der Beitrag Persönlichkeits-CD.
Das ist unvergesslich und großartig. Jeder kann sich dafür begeistern. Also Individualismus im besten Sinn des Wortes, nicht ein vollkommen anything goes, ein beliebiger, also jeder, mach jeder, was ihm so gerade so einfällt, sondern mach aus deinen Gaben etwas. Ja? Also Individualismus als Pflicht, das Fund, was man mitgebracht hat, das Kapital, das man mitgebracht hat, das man ererbt hat, dass man daraus etwas macht, zur eigenen Freude und zur Freude dann auch der Mitmenschen. Ja? Dann die Ordnungstheorie, die Ordnungslehre. Die großartige Menge, also österreichische Schule erstmal, nicht? Spontane Ordnung, Menge, Mises, Hayek und so weiter. Das ist auch hier in Deutschland, also im deutschen Kulturkreis zumindest entwickelt worden. Und auch der Ordoliberalismus, der den Gesamtzusammenhang von Staat, Moral, Wirtschaft betont, die gegenseitige Abhängigkeit. Denken Sie an Wilhelm Röpkes wunderschönen Buch Jenseits von Angebot und Nachfrage. Jenseits von Angebot und Nachfrage. Nicht? Darauf kommt es eben auch sehr an, was nicht nur die Wirtschaft in diesem engeren Sinn, also die sogenannten vielgescholtenen Neoliberalen sind eben nicht nur die reinen Ökonomisten, sondern sie gehen weit darüber hinaus, indem sie alles als einen Gesamtzusammenhang sehen. Nicht? Also besonders Walter Eucken will ich hier erwähnen. Auch ein Beitrag, den finden Sie in Amerika nicht, da finden Sie einen relativ platten Utilitarismus. Allenfalls ein bisschen Ansatz zur Institutionenlehre, Douglas North und so weiter, was wir eigentlich auch schon lange haben bei uns. Aber sonst, nein, das ist auch ein Grund, stolz zu sein. Wir sind nicht nur die Staatsanbeter und die Obrigkeitshörigen, das ist einfach zu kurz gesehen. Das betrifft allenfalls gewisse preußische, zentralistische Traditionen. Aber der preußische Weg, das großpreußische Deutsche Reich, war nun mal ein Irrtum. Das ist auch eine These dieses Buches hier. Ist ja gescheitert, Preußen gibt es nicht mehr. Totale Überspannung in jeder Hinsicht und Gedanke der Macht und noch mehr Macht ohne Rücksicht auf die Folgen für die Nachbarn und die Umwelt, am Schluss allein gegen die ganze Welt, ein Wahnsinn, ja. Und die Folgerung ist daraus, dass wir Patriotismus, für den ich unbedingt eintrete, also die Loyalität und die Freude am Gemeinwesen, wie können wir denn existieren ohne das? Wie können Sie existieren, wenn Sie nicht ein freundliches Selbstbild haben, ne? Oder? Und wenn das familiär noch gestützt wird durch jahrhundertelange Familientradition und so schöner. Also wir sind deswegen ja, also, die Familienunternehmen. Die Abschlussfrage letzten Endes auch, welche Rolle für Sie der Mittelstand natürlich eine große, sowohl spielt. Also darf ich als Kind des Mittelstandes sicherlich fragen? Ja, natürlich. Ich war ja sehr lange im Dienst der Familienunternehmen, habe da Unternehmerinstitut und auch so ideologische Kernbotschaften für das Familienunternehmertum entwickelt. Der patriotische Ansatz ist darauf, dass die Deutschen wieder zu ihrer Geschichte zurückfinden, sehen, was für ein unglaublicher Schatz das ist und wieder etwas freudiger sich zu ihrer eigenen Nation bekennen. Sonst werden sie einfach unterliegen im Wettbewerb der Nationen. Ich meine, wenn sie mit nichts antreten, wenn sie nur Selbstzweifel haben und... Man braucht eine Identität, eine gemeinsame. Ja, eben. Dann werden sie schlechte Chancen haben, nicht? Das ist eine Lehre der Geschichte, oder? Absolut, absolut. Herr Habermann, vielen Dank für das Interview, aber vielen Dank und herzlichen Glückwunsch auch für Ihr Lebenswerk und die Auszeichnung. Sie treten sehr stark für die Werte ein, die Sie dort schreiben. Sie kämpfen dafür im Rahmen der Heilgesellschaft, im Rahmen des Vortrages heute. Dafür allergrößten Dank, allerhöchsten Respekt von unserer Seite. Wir empfehlen das Buch, veröffentlichen bzw. stellen den Link auch unter das Video. Bitte werden Sie Mitglied bei uns. Auch das Buch von Roland Bader stellen wir unter dem Video zur Verfügung. Bleiben Sie uns treu, werden Sie Mitglied bei uns und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.